Frankreich versinkt aktuell in einem Bürgerkrieg und es brennen Rathäuser, Polizeiwachen und Museen. Es sterben sogar Menschen und ganze Städte werden geplündert. Und warum? Nach dem Tod eines jungen Algeriers haben die Migranten Frankreich den Krieg erklärt und die Medien wollen das am liebsten verschweigen. Alle Details in diesem Video, los geht's! In Frankreich ist aktuell ein Bürgerkrieg ausgebrochen und das ganze Land versinkt in tiefem Chaos und in Gewalt. Und in Deutschland hat man davon aber kaum etwas gehört. Na klar, weil die öffentlichen Medien sprechen halt nicht so gerne über Migrantengewalt. Und erst jetzt, nach und nach, kommen auch Berichte von Bild, Welt und Spiegel über die wirklich katastrophalen Zustände bei unseren Nachbarn und über das große Ausmaß des dort vorhandenen Terrors und der Gewalt. Die Welt schrieb zum Beispiel: Randalierer plündern Waffengeschäfte in Marseille. Frankreich erlebt vierte Krawallnacht in Folge. In Marseille klauen Randalierer ein Jagdgewehr, in Paris räumt die Polizei den Place Congrès. Der Innenminister erwägt, den Notstand zu verhängen. Und Bild schreibt: Frankreich versinkt im Chaos. Ganze Städte verwüstet, Plünderung und Allahu Akbar-Rufe. Anfänglich friedliche Proteste eskalieren in hemmungsloser Gewalt. Und das, meine lieben Zuschauer, ist wirklich extrem krass. Man kann zum Beispiel sehr viele Fotos und auch viele Videos von diesen ganzen Gewalttaten in Frankreich auf Twitter, auf Facebook und auf YouTube sehen. Und wenn man sich diese Videos anschaut, dann bekommt man wirklich das Gefühl, dass das nicht mehr Frankreich ist, sondern dass das Videos aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine sind. Schaut euch die Sachen gerne mal auf Twitter an. Ich kann sie hier nicht einblenden, weil sonst wird mein Video zensiert. Aber du kannst da wirklich sehen, ganze Straßenzüge stehen in Flammen, viele Gebäude sind zerstört und sogar die Armee rückt jetzt in die Innenstädte ein, um die Aufstände zu beenden. Und einige der Randalierer haben sich sogar mit gestohlenen Polizeiwaffen auf Häusern verschanzt und schießen dort um sich. Das ist wirklich krank. Es gibt mittlerweile sehr viele Verletzte, sowohl auf den Seiten der Polizei als auch bei den Zivilisten und es gibt bereits erste Tote. Tja, das heißt, wir haben es hier nicht mehr mit einer kleinen Demonstration oder mit irgendwelchen Krawallen zu tun, sondern mit massiver Gewalt und Krieg. Und das Ganze geht jetzt mittlerweile schon 4 Tage lang am Stück und es ist wirklich kein Ende in Sicht. Auslöser dafür war der Tod eines 17-jährigen Algeriers. Die Bild hat dazu geschrieben: Ein Polizist erschoss einen jungen Mann nordafrikanischer Herkunft bei einer Verkehrskontrolle aus nächster Nähe, als dieser das Gaspedal durfte. M, so heißt er, hat sich zuvor einer ersten Polizeikontrolle durch Fahrerflucht entzogen und bei der Verfolgungsjagd Passanten gefährdet. Und auf Twitter wird auch noch berichtet, dass dieser Mann nicht mal einen Führerschein hatte und bereits mehrfach polizeilich bekannt war. Also offenbar hatte dieser Mann wirklich mächtig Dreck am Stecken, weswegen er nicht nur aus einer Polizeikontrolle geflüchtet ist, sondern sogar aus 2 Polizeikontrollen. Und dabei hat er viele Zivilisten gefährdet und war natürlich deswegen eine riesengroße Gefahr für die Bevölkerung. Und ich kann jetzt nichts dazu sagen, was in der Situation noch irgendwie passiert ist und ob die Schüsse des Polizisten gerechtfertigt waren. Aber meine lieben Zuschauer, wenn ich von der Polizei in meinem Auto festgesetzt werde und der Polizist direkt neben mir mit der Waffe auf mich zielt, dann mache ich doch alles in der Welt Mögliche, um zu kooperieren, um zu deeskalieren und ich versuche eben nicht abzuhauen. Tja, aber das sah der Algerier Nahel M. offenbar anders. Und keine Ahnung, ob der vielleicht dachte, dass die Polizisten Weicheier sind und sowieso nicht schießen würden oder ob er etwas verbrochen hatte, wofür er eine massive Strafe erwartete. Er ist einfach erneut geflüchtet und wurde dann auf der Flucht erschossen. Tja, und damit hat dann die ganze Spirale der Gewalt in Frankreich begonnen. Mittlerweile sind über 45.000 Polizisten im Einsatz und auch die Armee. Und es gab bereits über 1.000 Festnahmen. Und mittlerweile ist diese ganze Gewalt sogar in die französischen Überseegebiete rübergeschwappt und sogar nach Belgien.
Und auf Bild steht weiter, im Internet kursieren verstörende Aufnahmen aus Paris, Marseille, Lyon und anderen Metropolen. Inzwischen schließt Premierministerin Elisabeth Borne sogar den Ausnahmezustand nicht länger aus. In den Videos zu sehen, brennende Barrikaden, vermummte Steinewerfer, die Allahu Akbar rufen, die Läden zerstören, überall ausgebrannte Autowracks, Flammen, Tränengas und eine Staatsmacht, die angesichts der Gewalt machtlos scheint. Passanten werden angegriffen, französische Flaggen brennen, es kommt zu antisemitischen Vorfällen. Also meine lieben Zuschauer, man kann es einfach nicht mehr anders sagen, aber in Frankreich herrscht aktuell Krieg und die Regierung ist sogar kurz davor, den Ausnahmezustand auszurufen. Aber meine lieben Zuschauer, zum Glück hat die UN direkt die passende Lösung für das Problem parat und kann damit den Konflikt sofort beenden. Der Tagesspiegel schrieb nämlich wie folgt: UN-Experten fordern Polizeireformen. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf rief die französische Polizei angesichts der Unruhen auf, sich mit Rassismus in eigenen Reihen auseinanderzusetzen. Dies ist der Zeitpunkt für das Land, sich ernsthaft mit den tiefgreifenden Problemen von Rassismus und Diskriminierung in Strafverfolgungsbehörden auseinanderzusetzen. Okay, da haben wir ja das Problem. Der Rassismus ist schuld. Und wenn die französische Polizei jetzt endlich mal Reformen macht, dann sind diese ganzen Probleme mit der Gewalt gelöst. Also, da kann ich echt nur noch mit dem Kopf schütteln, ja? Also selbst wenn Frankreich ein Problem mit Rassismus haben sollte, dann rechtfertigt das niemals, dass ganze Stadtviertel in Brand gesetzt werden und ganze Städte geplündert werden. Und die Berliner Zeitung dagegen schreibt schon aus einer etwas anderen Perspektive. Sie schreiben, Polens Ministerpräsident gibt Migranten die Schuld für Unruhen in Frankreich. In einem Twitter-Post gegen illegale Einwanderung behauptet Mateusz Morawiecki, dass Migranten die treibende Kraft hinter den Krawallen in Frankreich sind. Und wenn du dir mal die ganzen Bilder und die ganzen Videos auf den sozialen Medien anschaust, dann kannst du deutlich sehen, dass Polens Ministerpräsident vollkommen recht hat. Die meisten dort zu sehenden Gewalttäter sind zwar vermummt, aber alles andere sind offenbar Migranten und teilweise sogar Jugendliche, Minderjährige, ja? Das ist total krank. Und na klar, diese Leute sind einfach traumatisiert und frustriert und sie bringen aus ihrer Heimat eben ein ganz anderes Bewusstsein zum Thema Gewalt mit. Und vor kurzem hatten wir genau das gleiche in Deutschland gesehen, wo sich mehrere hunderte Syrer und Libanesen Straßenschlachten auf offener Straße mit Messern, Macheten und Maschinenpistolen lieferten. Es wurden sogar Handgranaten geschmissen. Das musst du dir mal vorstellen, ja? Das ist wie im Krieg. Also dieses Ausmaß an Gewalt und auch an Gewaltbereitschaft, das kennt man eigentlich nur aus dem Kriegsgebiet. Und klar, wenn du die Schrecken des Krieges gesehen hast und aus dem Krieg geflüchtet bist, egal ob jetzt legal oder illegal, dann hast du einfach eine vollkommen andere Toleranzgrenze zu Gewalt und bringst diese Toleranzgrenze der Gewalt eben mit in die neuen Länder nach Europa. Und dann geht es einfach nicht mehr darum, irgendwelche Gesetze zu befolgen, sondern dann geht es nur noch darum, dein eigenes Leben und das deiner Familie zu beschützen und auch noch das deiner Gruppe und das deines Clans und das um jeden Preis. Und die Resultate, die können wir jetzt einfach tagtäglich in den Medien sehen, zuallererst in den sozialen Medien, weil dort einfach weniger Zensur herrscht und später auch in den öffentlichen Medien, wenn die es einfach nicht mehr verheimlichen können. Und wir haben einfach dieses massive Problem von Gewalt von Migranten. Sogar der offizielle Kriminalbericht der Polizei sagt das. Und komischerweise steigt die Gewalt immer dann am meisten, wenn die Flüchtlingswellen am größten sind. Selbst im offiziellen Kriminalbericht der Polizei steht, dass der prozentual höchste Anstieg von Straftaten und vor allem von schwerer Gewalt vor allen Dingen 2015 und 2022 stattgefunden hat. Und jetzt kann jeder mal überlegen, was in diesen beiden Jahren war. Und jeder, der versucht, dieses ganze Zeug zu verheimlichen oder sogar schön zu reden, der macht sich ebenfalls strafbar. Wir müssen einfach die Dinge jetzt beim Namen nennen und dann die richtigen Maßnahmen finden. Wenn aber zum Beispiel eine Frau Faeser
alle Schleusen offen lässt und nichts, wirklich absolut nichts gegen die illegale Einwanderung unternimmt, dann wird das in Zukunft einfach noch schlimmer. Und in Frankreich können wir schon jetzt genau sehen, was dann auch ganz Europa erwartet. Und auch die öffentlichen Medien müssen endlich mal klar Stellung beziehen und können sich nicht immer wegducken oder das Ganze schönreden. Wenn ich zum Beispiel lese, dass die Welt heute geschrieben hat, dass es in der dritten Nacht in Folge erneut zu Krawallen in Frankreich kam, dann ist das einfach massiv schön geredet und sogar gelungen. Sorry, aber schaut euch doch mal die Bilder und Videos aus Frankreich an. Ja? Das sind doch keine Krawalle, das ist Terror und das sind kriegsähnliche Zustände. Und wenn die Medien solche Zustände schönreden, dann machen sie sich ebenfalls mitstrafbar an solchen Zuständen. Weil solange man nämlich sowas schönredet, ist man offenbar nicht bereit, solche Probleme zu erkennen und dann kann man auch solche Probleme nicht lösen. Bestes Beispiel dafür war ja vor kurzem der Hart- oder Fair-Moderator Klamroth. Ja? In dessen Sendung hat sich eine Frau über sexuelle Übergriffe von Migranten beschwert und der Moderator hat sich danach einfach lustig über sie gemacht. Tja. Aber zum Glück blieb das in diesem Fall dann nicht ohne Folgen und der Moderator wurde sofort abgesetzt. Aber es zeigt einfach eins ganz deutlich, solange wir solche Woken und ideologisch komplett verblendeten Menschen in unserem Land haben, werden wir diese Gewaltprobleme nicht los. Sowohl wir werden sie nicht los, als auch Frankreich nicht und auch alle anderen Länder in der EU.